Namaste, ihr Lieben. Ich grüße euch ganz herzlich. Willkommen zu eurer neuen Wochenlegung. Es ist wieder Montag und das bedeutet, wir schauen einmal in die Karten, was auf dich zukommt, die nächsten 7 bis ungefähr 10 Tage. Es ist eine grobe Zeitangabe. Das Universum hat eh keine Zeit. Und deshalb, wann immer du diese Legung findest, deshalb schreibe ich auch kein Datum rein, das ist Absicht, ja, wird sie eine Botschaft für dich haben. Manchmal ist das ein Bild, was ich mitgebe, eine Metapher, das kann ein magischer Satz sein, eine Information. Ja, öffne dich einfach mal für das, was kommen möchte und ich würde sagen, wir fangen einfach mal direkt an, oder? Stapel Nummer 1, 2 oder 3, der Zeitstempel ist unten in der Box. Und übrigens, du kannst gerne auch meinen Newsletter abonnieren und mir auf Instagram folgen, wenn du das noch nicht tust. Ich bin Yogalehrerin aus Frankfurt am Main. Es heißt, mich gibt es wirklich, man kann mich sehen und anfassen, wenn man das denn möchte. Und wenn man Yoga liebt, dann bist du bei mir genau richtig. Auch abgesehen von diesen Kartenreadings, okay? Schau einfach mal rein. Meine Website verlinke ich dir unten in der Box. Okay, fangen wir an. Ihr Lieben, Stapel Nummer 1. Die nächste Woche, was sind da so die Hauptenergien? Falls du neu bist auf meinem Kanal, mein zweiter Vorname ist kurz und knapp. Ja, kurz und knapp. Auf den Punkt sage ich dir, mit welchen Energien du rechnen darfst, rechnen musst, rechnen sollst. Und in deinem Falle wäre das einmal die Energie der Kraft, der Stärke. Du kannst alles stemmen. Ja, ob das die Steuererklärung ist, die du schon ewig vor dir her schiebst, ob das, weiß ich nicht, keine Ahnung, ja, irgendeine rechtliche, juristische Geschichte ist, die jetzt zu ihrem Ende kommt. Du bist stark. Du lässt dich auch nicht mehr länger klein halten. Auch das geht hier durch. Ja, schaut mal. Seht ihr dieses Bild? Lass dich nicht länger unterdrücken. Speak up. Ja, wenn es etwas gibt, was du sagen willst, dann sag es. Sei laut, sei deutlich, sei klar. Ja, du hast eine Stimme, nutze die. Und ihr seid stärker, als ihr denkt. Das ist eine Botschaft, die ich reinbekomme. Ich bekomme rein, dass es im Moment oder auch jetzt in den nächsten Tagen an der einen oder anderen Stelle durchaus auch ein bisschen chaotisch werden kann. Das ist aber okay. Es ist keine negative Energie, eher positives Chaos. Das ist, was ich reinkriege. Positives Chaos kann sein, du bist auf 3 Geburtstagen eingeladen, eine Hochzeit und an den 3 Tagen, die dann noch übrig sind, keine Ahnung, was weiß ich, hast du super wichtige berufliche Termine, Vorstellungsgespräche, du kaufst nebenbei eine Eigentumswohnung. Ich übertreibe jetzt, ne? Ich spinne jetzt einfach mal so ein bisschen rum. Aber es ist eine Zeit, die ist trubelig und deshalb ist das auch so wichtig, dass du in deine Kraft kommst. Achte gut auf dich, kümmere dich um dich in den Pausen dazwischen. Ja, schau, dass du dir was Gutes tust, dass du gut isst, dass du genug trinkst, dass du vielleicht Sport machst, in die Sauna gehst. Ja, das ist ganz, ganz, ganz wichtig, weil sonst kippt es, sonst bricht dein Immunsystem ein, du fängst dir eine Erkältung und das muss ja alles nicht sein. Ja, das muss alles nicht sein. Wenn wir uns gut um uns kümmern, dann kommen wir auch durch solche Zeiten sehr gut durch. Deine, ja, und hier nochmal das Feuer. Ich sehe hier auch Leidenschaft, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Ja, vielleicht bist du ein Feuerzeichen, Löwe, Schütze, Widder. Ich bin keine Astrologin, nagelt mich darauf jetzt nicht fest, aber selbst wenn du ein Wasserzeichen bist, also komplettes Gegenteil, ja, ich sage dir, diese Woche kann durchaus feurig werden. Ja, vielleicht werden da Pläne geschmiedet, ja, Dates ausgemacht, man flirtet, man geht aus, man tanzt, man lacht. Was kriegen wir hier noch rein? Es ist eine gute Phase, die nächsten Tage, die nächsten 7 bis 10 Tage auch wirklich Ziele zu setzen, was deinen Seelengefährten angeht, wenn du Single bist, wenn du noch ja, auf der Suche bist nach Mr. oder Mrs. Right, call out your soulmate. Deine Gesetze, Affirmationen und Visualisierung helfen, euch zusammenzubringen. Ja, vielleicht magst du mal eine geführte Meditation machen, oder irgendein kleines Ritual im Wald, vielleicht ein Feuerritual, Altes darf gehen. Ja, lass auch bitte alle Kontrollthemen los, alles Alte, alles Toxische los, alles Ungesunde. Lass es los, weil das brauchst du nicht mehr. Ja, erlaube der Situation, sich ganz natürlich zu entfalten. Und da sehe ich
sehr viel Schönes und Positives sich daraus entwickeln. Was kriegen wir hier noch? Und das ist auch nur eine Frage der Zeit. Nur eine Frage der Zeit. Wahrscheinlich, ich würde mich nicht mal wundern, wenn einige von euch innerhalb der nächsten 3 Stunden oder 3 Tage Nachrichten bekommen von ihrem Herzwunschpartner. Ich habe übrigens auch sehr viele Wunschpartner-Orakel. Auch die lade ich regelmäßig hoch, wenn du neu bist, aber auch an alle alten Hasen. Weil ich weiß ja, viele von euch folgen mir schon lange, lange, lange Jahre und mein großer, großer Herzensdank geht da raus an euch. Dass alle Orakel auf meinem Kanal, seit 6 Jahren bin ich jetzt dabei, hier auf YouTube, sind gültig. Ich habe gerade erst vor kurzem ein Feedback bekommen, ich habe es letztens schon mal erzählt, ganz kurz nur von einer Zuschauerin, es war allerdings jetzt auf Englisch, aber ist egal, die hat gesagt, hör mal, ich habe ein altes Orakel von dir gefunden, das ist 5 Jahre alt. Vorher habe ich das gar nicht gefunden, ja, ich wusste gar nicht, dass es dich gibt, aber ich habe es jetzt irgendwie gefunden und das hat gepasst wie Arsch auf Eimer. Den Typen, den du da beschrieben hast, das hat gepasst. Den habe ich jetzt gerade kennengelernt. Ja, also das ist das Mysterium, das ist die Magie des Kartenlegen. Lasst euch einfach mal drauf ein. Scrollt euch durch. Das richtige Orakel mit der richtigen Botschaft wird euch finden. Und jetzt kommt's, last but not least, Stapel Nummer 1. Ihr habt die Chance, hier wirklich in ein neues Leben einzutreten. Ich sehe hier wirklich ein Wake-up-Call, ich sehe hier ein neues Kapitel öffnet sich. Ich will da jetzt gar nicht so blumig werden, weil dann wird es schon wieder unrealistisch. Ich kann euch nur sagen, ihr habt hier die Chance, aus diesem Chaos mit ganz, ganz viel neuer Kraft, innerer Stärke und Liebe aufzuerstehen. Man könnte sagen, wie Phönix aus der Asche, wenn euch das was sagt. Ja, und das gefällt mir sehr, sehr gut. Also das sind tolle Karten. Richtig, richtig tolle Karten, ja. Und ich sag euch, diese Energie, in der ihr euch befindet, in die ihr jetzt kommt, ja, dieses Fahrtwasser, dieses Fenster, das sich da öffnet, bringt euch eine ganz neue Form von Freiheit. Und da sind wir auch nochmal hier bei diesen Kontrollmechanismen. Lass das los. Alle Mauern darfst du auch einreißen. Geh ins Vertrauen, weil die Menschen, die dir jetzt gebracht werden, ja, die sind vertrauenswürdig. Da brauchst du keine Angst haben. Wow, wunderschön. Ich würde sagen, ich lasse das einfach mal so stehen. Man hat ja dann immer so, es kribbelt einen in den Fingern, nochmal so eine Karte draufzulegen. Aber wir lassen das mal so stehen. Wenn es am schönsten ist, soll man aufhören. Und ja, machen wir weiter mit Stapel Nummer 2. Bevor ihr rausklickt, nicht vergessen, gebt mir ein Like, ein Herz, ein Kommentar. Und ja, wir sehen uns dann mit dem nächsten Reading. Stapel Nummer 2. Stapel Nummer 2. Die nächsten 7 bis 10 Tage. Kurz und knapp, auf den Punkt. Welche Energien zeigen sich hier? Was erwartet dich? Wir schauen einmal rein. Wir gucken mal. Unterstützung. Spiegelarbeit. Veränderung. Wow, sehr schön. Gefällt mir sehr gut. Du wirst unterstützt. Ich sehe hier die Arbeit mit gleichgesinnten Menschen. Spiegel ist für mich immer auch Seelengefährten, Menschen, die so sind wie du. Das ist einfach Arsch und Eimer, Topf und Deckel. Das ist für mich auch Spiegel. Man schaut sich an, ja, gegenseitig, du und der oder die anderen und man erkennt sich. Man merkt einfach, ja, da ist einer, der tickt so wie ich. Der ist so wie ich. Ich muss mich nicht erklären, ich muss mich nicht entschuldigen. Ja, der versteht mich. Wenn ich was sage, wir beenden die Sätze gegeneinander, ja, oder wenn der was erzählt, dann denke ich die ganze Zeit im Kopf, krass, so wie ich, ja. Und das Universum unterstützt diese Verbindung. Das ist, was ich hier sehen kann. Du bekommst Unterstützung von oben. Das liegt sich hier wirklich schicksalhaft, karmisch rein. Und ich weiß nicht, ich habe auch das Gefühl, es könnte mit einem Mann haben, der sehr stark ist. So Steinbock, Stier, ja, der hat auch seine Sachen zusammen geregelt. Da brauchst du dich nicht kümmern, der hat nicht irgendwelche Altlasten, ja, das ist nicht so ein emotionaler Pflegefall, ja, hört sich lustig an, ist es aber eigentlich ja nicht, ne, wenn wir mit solchen Menschen konfrontiert werden. Und ich sehe hier,
dass da eine tolle Veränderung sich anbahnt. Sagen wir es mal so. Das ist jetzt ein Orakel für 7 bis 10 Tage. Okay, also ich lege hier jetzt nicht auf die nächsten 10 Jahre, aber who knows? Ja, alleine, dass ich das jetzt sage, könnte ja bedeuten, dass in den nächsten 7 bis 10 Tagen sich deine langfristige Zukunft entscheidet. Sei es jetzt in der Liebe, sei es jetzt im Beruf, sei es jetzt, was Freundschaften angeht. Und das gibt es. Wenn ihr mal zurückblickt, wo habt ihr eure besten Freunde kennengelernt? Einige in der Schule, okay. Aber ich habe zum Beispiel einen sehr, sehr, sehr guten Freund von mir kennengelernt. Da war ich bereits lange aus der Schule raus, also das heißt lange, aber da war ich so 22. Ja, den habe ich auf der Arbeit kennengelernt, auf einem Flug. Ihr wisst ja vielleicht oder auch nicht, ich bin Flugbegleiterin bei einer großen deutschen Airline und ich bin Yogalehrerin. Also ich bin vielschichtig aufgestellt. Ich lege Karten, ich unterrichte, ich fliege, ich tingel durch die Weltgeschichte. Ja, und das ist so, was ich sagen will. Es gibt es manchmal eine Begegnung und die hält ewig. Das gibt es, das passiert und das ist wunderschön, wenn es passiert. Wunder, wunder, wunderschön. Ja, die Häutung, die Schlange, die Heilung. Ihr wisst, die Schlange steht für die Heilung, für die Häutung. Ein neuer Zyklus beginnt. Erinnert euch mal, was ich gesagt hatte Anfang des Jahres, wer dabei war. Ich habe ein Reading gemacht über die neue Jahresenergie 2024. Die 8, 2 plus 0 plus 2 plus 4 ist 8. Und dieser Stapel, vielleicht ist es dir aufgefallen, vom Zeitstempel 808. Und wenn wir uns eine 8 angucken, dann sind das zwei Nullen. Eine Null unten, das Basement, das Fundament, ein Kreis schließt sich, hat sich geschlossen, ein Zyklus geht zu Ende und ein neuer Zyklus obendrauf, der beginnt. Und das ist, was ich hier für euch sehe. Passt auch hier, 4 und 6 ist 10, 1 und 0 ist 1, ein neues Kapitel beginnt. Wunderschön. Also freut euch drauf, ihr Lieben, freut euch drauf. Hier in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten entsteht was Großes und das ist schicksalhaft. Ihr geht in eine große, große, große Veränderung. Das kriegen wir noch vom Tarot rein. Ich denke, Mangel geht raus, so interpretiere ich das. Ja, Mangel geht raus, eventuell geht auch raus Single sein, wenn du lange alleine warst, lange dein eigenes Ding gemacht hast. Ja, kann sein, dass du jetzt in eine Partnerschaft geführt wirst, 4 der Stäbe. Ja, geh ins Vertrauen, habe Vertrauen. Hier wartet etwas Schönes auf dich. Absolut. Okay? Also bleibt offen, öffnet euer Herz, geht ins Vertrauen, glaubt daran, dass sich die Dinge innerhalb von einem Tag mit einer Botschaft, mit einem Anruf, mit einer E-Mail verändern können. Das ist mir schon mehrmals, wirklich mehrmals passiert am eigenen Leib. Also ich denke mir solche Geschichten nicht aus, wenn ich die mit euch teile. Die sind wirklich und in echt passiert. Ich weiß noch, wie mich mal eine Agentur angerufen hat, einfach so, ja, aus dem Stand und gesagt hat, wir arbeiten für eine große deutsche Frauenzeitschrift und wir suchen eine Yogalehrerin für eine DVD. Und ja, da habe ich eine DVD auf den Markt gebracht. Gibt es heute gar nicht mehr. Ja? Früher, ist lange her. Es ist irre. Manchmal passiert das. Ein Anruf. Du denkst dir nichts, du sitzt in der Küche, du kochst dir ein paar Spaghetti, bam. Ja? Und eine Stunde später ist nichts mehr so, wie es mal war. Und zwar im Positiven. Und das ist, was ich hier für euch reinbekomme. Alte Wunden werden geheilt, die Schlange, auch Gefühle von ausgestoßen sein, ja, nicht dazu zu gehören, nicht gut genug zu sein. Du entwickelst hier nochmal einen ganz neuen Selbstwert und ich sehe wirklich hier Dates und Verabredungen, sehe ich hier. Ja, also ich finde diese Karte mit den 4 Säulen, seht ihr das, ist auch sehr, sehr ähnlich wie diese Karte. Und da haben wir es wieder. 4 und 4, ne, ist wieder 8. Tja, die Magie der Karten. Ich lasse das einfach mal so stehen. Ich glaube, ihr kriegt den Point. Ich wünsche euch nur das Beste, wie immer. Lasst mir bitte ein Abo da, nicht vergessen. Liked und kommentiert dieses Video. Auf diese Art unterstützt ihr mich und den Algorithmus hier auf YouTube. Und ja,
Dann machen wir weiter mit Stapel Nummer 3. Stapel Nummer 3. Ihr Lieben, ich grüße euch. Ich hoffe, es geht euch gut. Wir schauen mal rein, die neue Woche. Welche Energien erwarten Stapel Nummer 3? Ich sehe eine stabile Woche. Wurzeln. Vielleicht Termine mit zu Hause. Vielleicht wohnst du schon lange gar nicht mehr zu Hause. Irgendwo auf dem Land, 500, 600, 800 Kilometer weit weg oder in einem ganz anderen Kontinent. Es könnte sein, dass ihr hier nach Hause geführt werdet. Vielleicht gibt es da was zu klären. Vielleicht hast du irgendwas geerbt, musst dich um irgendwas kümmern. Ja, Wurzeln. Das Wurzelchakra. Wo kommst du her? Deine Wurzeln. Da sehe ich auf jeden Fall ein Thema. Und dann haben wir hier auch noch Unterstützung wird dir zuteil. Ich sehe, die Liebe wird eine Rolle spielen in den nächsten Tagen. Romantik. Ja, das ist spannend. Werden wir gleich auch nochmal mit anderen Karten abdecken. Dann hier, wie gesagt, die Unterstützung. Vielleicht möchtest du auch jemanden aus deiner Familie, aus deiner Ursprungsfamilie unterstützen. Mit Zeit, mit Geld, mit Energie, mit einfach Aufmerksamkeit. Ja, hör auf dein Herz. Hör auf dein Herz, Stapel Nummer 3. Du wirst den richtigen Weg gehen. Du wirst die richtigen Entscheidungen treffen. Für dich und alle, die damit zu tun haben. Und ich weiß nicht warum, aber ich werde hier irgendwie gerade zu diesem Leuchtturm geführt, meine Aufmerksamkeit. Es hat irgendwas mit vielleicht auch Wasser zu tun, eine Insel, verreisen ans Meer, Weitblick, ja, der Leuchtturm, sei ein Leuchtturm, sei ein Vorbild, sei auch, kriege ich gerade rein, jetzt komme ich aber nicht aufs Wort, vergebend. Okay, sei gentle, wenn du einen Streit hattest, sagen wir mal, mit deinem Bruder, Schwester, Mama, Papa und die kommen jetzt auf dich zu. Sei vergebend. Sei du ein Leuchtturm. Sei du der Beweis, dass es noch Liebe gibt, dass es noch Vergebung gibt, dass es noch Mitgefühl gibt. Ja, verstehst du das? Sei du ein Leuchtturm. Geh, na, wie sagt man mit anderen Worten, geh voran. Als Leuchte, als Licht. Was hat das denn hier mit der Romantik auf sich? Jetzt bin ich ja neugierig. Aha. Könnte sein, jemand, mit dem du zusammenarbeitest, Finanzen und Karriere, vielleicht ist da so ein kleines Techtelmechtel, ja, irgendwie es knistert, die Chemie stimmt. Show your love. Show your love, ja, zeig deine Liebe, bringe deine Liebe zum Ausdruck. Sei mutig und gehe einen Schritt auf deinen Wunschpartner zu. Ja, mach es. Ja, hier legt sich die Verlobung rein, dein Liebesleben wird auf eine neue Stufe geführt. Der nächste Schritt, der nächste Step. Ja, vielleicht macht man hier etwas offiziell. Was ist das denn für jemand? Schauen wir mal. Könnte auch sein, dass man liebevoll nochmal im Beruflichen auf dich zugeht übrigens. Ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich eine Liebesbotschaft unbedingt für alle von euch sein muss. Denkt immer dran, ich lese hier in den offenen Raum. Ne? Das ist so ein bisschen Gießkannenprinzip. Nimm dir, was du brauchst. Nicht jeder ist jetzt in seinen Arbeitskollegen oder in seinen Chef verliebt. Ja? Und nicht jeder wird jetzt sein Liebesleben aufs nächste Level führen. Aber es könnte auch sein, ein Job oder ein Mensch, der dir am Herzen liegt, ja, für den du liebevolle Gefühle hast, mit dem du gerne zusammenarbeiten möchtest, kommt nochmal liebevoll auf dich zu und möchte eure Verbindung, eure Beziehung, weil es ist ja auch eine Beziehung, auch wenn es keine Liebesbeziehung ist, aber es ist auch eine Beziehung, auf das nächste Level führen. Das ist ein feuriger Mann, er legt sich ja als König der Stäbe rein, der weiß, was er will. Das ist ein Goal-Getter, ja, der, wenn er ein Ziel hat, bam, ja, der zieht das durch, bis er sein Ziel erreicht hat. Der kann sehr feurig sein. Der Nachteil beim König der Stäbe ist, der ist sehr gut in Worten, aber man muss immer auch gucken, kommen da auch die richtigen Taten. Ja, ich will jetzt nicht sagen, dass das ein Hallodri ist, aber ich habe letztens gehört, er ist ein guter Lover, aber ein schlechter Ehemann. Ja, kriegt ihr den Punkt? Er ist feurig, er hat Feuer, er brennt für etwas. Das ist nicht die Frage.
Und der hat hier irgendwas mit deiner Situation zu tun. Es kann sein, dass er dir auch schon mal das Herz gebrochen hat. Drei der Stäbe. Ja? Also sei da ein bisschen vorsichtig. Wenn dieser Mensch nochmal auf dich zukommt und eine zweite Chance will, Vorsicht. Ja? Und egal, was er dir da erzählt, egal, was er labert, es kommt auf die Taten an. Nicht auf die Worte, sondern auf die Taten. Vor allem beim König der Stäbe. Ja, irgendwie hat er dich schon mal quasi verraten. Der hat dich schon mal sehr, sehr tief verletzt. Sehr tief verletzt. Also pass da bitte auf. Ja. Und wenn der jetzt nochmal auf dich zukommt, hier mit dem Blumenstrauß, seht ihr das? Schau mal, was da dahinter steckt. Ich habe das mal erlebt. Gott sei Dank war ich nicht betroffen. Ich gebe euch mal ein Beispiel beruflich. In der Szene, in der ich bin, da ist jemand auserkoren worden, so eine Ambassador-Stelle zu übernehmen, ja, so, wie nennt man das, ja, einfach so ein Flaggschiff zu sein für ein Unternehmen, für eine Marke. Und später hat sich rausgestellt, ja, derjenige ist aber nur deshalb gefragt worden, weil jemand anderes weggebrochen ist. Ja, eigentlich wollten die den gar nicht. Die wollten eigentlich jemand ganz anderen. Aber weil die sich dann gestritten haben, hat man dann den anderen gefragt. Ich meine, gut, immerhin, man hat ihn gefragt. Man hätte ja auch jemand anders fragen können, muss man auch ganz ehrlich sagen. Ja, drei der Stäbe, drei der Schwerter, Entschuldigung. Es ist so, mal kriegt man den Job, mal kriegt man ihn nicht. Mal ist man Hund, mal ist man Baum. Verstehst du, was ich sage? Ich würde nur hier aufpassen. Wenn hier ein Mann aus der Vergangenheit nochmal zu dir kommt, mit großen Versprechungen, ja, mit einem quasi Blumenstrauß, einfach mal darauf achten, was hat es da auf sich und was ist so, was ist das Kleingedruckte? Versteht ihr das? Was ist das Kleingedruckte? Grundsätzlich gibt es hier die Chance auf Versöhnung und auf Heilung. Muss man auch sagen. Sage ich euch auch ehrlich, wie es ist. Ja, ich will euch nur eben sagen, Vorsicht und das Kleingedruckte bitte lesen. Ja, ist wichtig. Okay, das war's für heute, hier und jetzt. Bitte nicht vergessen, liked dieses Video, gebt mir einen Daumen, helft mir damit. Das ist alles, was ihr machen müsst. Mehr möchte ich gar nicht von euch als kleine Unterstützung für den Algorithmus. Ihr wisst ja, wie es läuft hier. Und ja, ansonsten wünsche ich euch eine tolle Woche. Namaste. Bis zum nächsten Mal.